So, jetzt haben wir es dann auch geschafft. 200 Pünktchen haben wir da draus geholt. Most Wanted ist ja dann der nächste Teil. Der kommt dann auch hier nach. Aber, das war quasi nicht das, was ich meinte. Aber, oh, wieder was Neues. Jetzt schalten wir die ganzen geilen Sachen frei. Body Shop, Exhaust Tips. Oh, ja, also wir schalten jetzt gerade mal ein paar Sachen frei, die wir dann gleich schön wieder ranfeuern können an den Wagen. Das wird, glaube ich, ganz geil werden. Also ein Remake, meinte ich dann, von dem Spiel. Das wäre schon ganz geil. Dass hier quasi nicht, dass sie jetzt nicht nur neu releasen und vielleicht ein, zwei technische Änderungen vornehmen, sondern dass das Ding wirklich am Ende quasi ein neues Game ist, aber mit derselben Story und ne, einfach nur halt neuer. So, auf geht's. Sprintrennen hoch für den Jackson Heights. Kommen wir gut weg, wir kommen sehr gut weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zieh mal durch. Ja, da vorne kommt auf jeden Fall gleich eine schön enge Kurve. Boah, Alter, düst der da lang. Das war ganz schön fix, muss ich mal ganz ehrlich sagen, für so einen NPC. Ich höre sie schon wieder, die sind schon wieder wirklich nah dran. Ja, und genauso nah wie sie dran sind, fahren sie auch an der Wand, nämlich in die Wand. Alter, was ist eine enge Kurve. Das hat aber ganz gut funktioniert. Was jetzt gerade ein bisschen schade ist tatsächlich, aber liegt aber auch daran, dass das kurzfristig angekündigt war. Dass die beiden Kollegen, die hier eigentlich immer zuschauen, beziehungsweise die eigentlich beim letzten Mal, am letzten Stream auch dabei waren, Quarter Butter Baguette und C-Player X, dass die leider heute nicht da zu sein scheinen. Das ist ein bisschen schade, weil das somit die Leute sind, die eigentlich am meisten zuschauen. Und auch die beiden sind, die Mitglieder bei mir auf dem Kanal sind, also bei YouTube. Das habe ich ausnahmsweise mal auf den Wagen gewartet. Na, Rolf. Na, alles gut? Scheiße. Ach, fuck. Ich dachte, ich komme dann vorbei, Junge. Auch 10-mal überschlagen. Ah, wir haben zum Glück noch ein Drittel Zeit. Das war natürlich aber überhaupt nicht gut. Den Kollegen hat es komplett in die Wand gesetzt. Den Kollegen hat es... Boah, was macht er denn? Wie auch immer er da noch die Kurve kriegen wollte. Was reinsetzen, damit wir mal ein bisschen wieder aufholen hier. Ja, jetzt kommen wir zumindest ein bisschen wieder ran. Ach, warum fliegt der denn so schräg? Ah, ah, den hat's. Oh, das war gut, das war gut. Tschüss, Kollege. Das war sehr gut, dass das gerade passiert ist. Schön die Kurve mitnehmen. Das hat gut funktioniert. Knappe Sekunde. Ach, scheiße, jetzt bist du zu früh eingelenkt. Nach der Kurve ist es nämlich schon soweit. Alles rein da, jawohl. Knappes Ding, Prost hier, ne? Gute 200 Sekunden daraus geholt. Krass. Ja, gibt logischerweise nur 100 Punkte. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß aber bis heute nicht ganz genau, wofür diese Punkte hundertprozentig da sind. Weil ich das Gefühl habe, dass wir die Sachen eher mit den... Die Jungs von Elebor suchen ein neues Titelmotiv. Gib dir Mühe und versuch sie zu beeindrucken. Hm, okay. Haben wir schon wieder was Neues hier. Gucken wir mal, was das für ein Cover ist. Wo sind die? Die sind in der Stadt. Hier sind unsere Dingsrennen noch. Unsere... Sponsorenrennen und hier haben wir jetzt ein bisschen Drift. Pass auf, wir fahren so rum. Also wir fahren quasi einmal andersrum. Wir fahren jetzt als erstes dahin und fahren dann zum Body Shop. So machen wir das.
Ne? Ja, Nora, war es fit bei dir? Du hast schon wieder abgeschaltet, weil komisches Game gesehen, einfach mal ein Keck W rein und das war's dann schon wieder. Bam, bam. Nö, ah. Wollte dir da natürlich auch überhaupt nichts vorwerfen. Müde, jetzt essen. Eie, was gibt's? Oh, ja, jetzt diesmal ein Hidden Race. Das ist auf jeden Fall ein Hidden Race. Das machen wir auf jeden Fall. Boah, 2-2. Boah, guck mal, wie lang das ist. 4,5 Kilometer. Ja, auf geht's, wa? Aber als hätte ich es gewusst, weißt du, in der letzten Folge habe ich hier nämlich noch gesagt, so von wegen hier safe irgendwann Race. Beziehungsweise wir waren letztes Mal da, wo da noch keins war und jetzt ist da eins. Nein, warum? Hä? Oh. Jetzt hat er das, weil ich habe ein bisschen zu früh wehgedrückt anscheinend. Er hat es nicht ja angenommen. Aber das ist egal, weil wir ziehen hier sehr gut durch. Einfach mal an allen vorbei. Oh. Oh. Steak. Oh. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe nicht dran gedacht und mich zu spät entschieden. Scheiße. Wir ziehen das natürlich trotzdem ganz normal durch jetzt hier. Was für ein Steak? Rind oder? Hast du gekocht? Oder hast du kochen lassen? Ah, guck mal, was für ein Highspeed wir hier aus der Kurve rauskommen und hier weiter durchziehen. Oh. Noch ein bisschen den Versuch zu retten hier, was zu retten geht. 2,5 Sekunden wieder. Ja, ja, genau. Macht ihr das mal alle hier. Boah, beste noch versucht rauszuholen. Wir haben gerade mal 40 Sekunden erreicht. 40% erreicht. Nicht Sekunden. Den Wagen schön vorbei. Bisschen vom Gas runtergehen, damit wir hier irgendwie rumkommen. Scheiße, der Sprung war ein bisschen zu weit nach rechts. Ich wollte gar nicht so weit rechts rüber. Boah, gute Kurve. Ein bisschen. Er darf gerne ein bisschen mehr Haftung jetzt gerade mal haben, bin ich ganz ehrlich. Oh! Ja, wenn du diesen Dip da hast, also wenn der Wagen wirklich abdippt in so ein Loch da, dann verliert er da gerne mal hinten ein bisschen Traktion an der Hinterachse. Jetzt gibt es eine enge Kurve hier. Das hat gut geklappt. Jetzt sind wir da außen anfahren. Das war sehr gut. Das hat sehr gut funktioniert, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Ja, den Kollegen sind wir gut dran vorbei. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, ist okay, ist okay, ist okay. Das Gefühl, ich werde das Nitro jetzt hier brauchen, um gut aus den Kurven rauszukommen. Weil hier werden wir sehr viel verlieren gegen die anderen. Zack. Ah, siehst du, wir haben nämlich noch Relle. Wir haben keine 3 Sekunden. Wir haben keine 3 Sekunden. Es gibt nämlich wieder nur 100 Punkte. Das ist echt ein bisschen schade. Bin ich ganz ehrlich. Ich muss gerade mal kurz gucken hier. Aber ich muss heute auch noch einen Snap machen. Eieieiei, darf ich ja nicht vergessen. So. Ganz fix da einmal gemacht. Also, durch haben wir es. 2200 haben wir bekommen. Ich liebe diese langen Rennen, die vor allem hier wirklich... Oh. Haben wir hier was Neues freigeschaltet für unsere Ausspritzung, wollte ich gerade sagen. Aber unsere Entlüftung fürs NOS. Ja, 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 ja. Gucken wir mal. Komm, wir haben auch inzwischen jetzt 36.000. Das ist schon echt krass. Ist gestern eine Wasche geflogen in Brea ohne... Echt lame aus. Gibt es da von... Da gibt es wahrscheinlich von Drifjetski oder sowas. Gibt es da hier die Landmarks, oder? Oder gibt es da Freeware? Wahrscheinlich gibt es auch Freeware dafür, oder? Das heißt, Warschau muss ich mir dann auf jeden Fall noch irgendwie was dazu holen, meinst du?
Bum, 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 bum. So, driften wir gleich mal. Man hat die Lichter gesehen, aber ich habe nicht geschaltet. Ja, muss ich da auch nochmal reingucken. Dann müssen wir das vielleicht auch nochmal mit dazu nehmen dann. Fünf Punkte. Oh, gucken wir mal. Gucken wir mal, was wir im Driften reißen. Oh, die. Aber ich finde die Strecke hier immer wieder ganz geil. Also das muss ich wirklich sagen. Die Feier ist schon hart. Ja, fahrt ihr mal. Too slow. Ja. Einmal Kehrtwende. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass ich es ein bisschen schade finde, dass halt der Wagen Heckantrieb, Frontantrieb hat. Weil wir hier halt so die Kurven, wir verlieren so viel Speed teilweise da. Oh mein Gott, jetzt schiebt er uns an. Das hat zum Glück funktioniert. Hab Glück gehabt. Ja, wir verlieren hier nämlich so viel Speed, dass wir gar nicht mehr ordentlich Punkte aufbauen können hier. Müssen wir da außen diesmal? Ja, komm, dreh dich mal. Scheiße. Ah, jetzt gehen wir uns komplett weg. Wir sind, glaube ich, ganz gut dabei mit unserem Pünktchen, aber müssen natürlich gucken, dass wir noch ein bisschen mehr auf die Uhr kriegen. Kollege hat da ein bisschen Problemchen. Ah, fuck. Scheiße. Das habe ich schon gemerkt, als es richtig losging, ey. Ich überlege jetzt gerade, den Kollegen hier einfach mal abzuhängen, weil er mir echt auf den Sack geht. Du gehst mir wirklich auf den Sack, weil ich könnte dir richtig gute Punkte gerade machen, wenn du mir nicht so krass auf den Sack gehen würdest. Scheiße. Trotzdem genug Punkte, aber... Nicht souverän, nicht souverän. Vielleicht machen wir das auch welche von... Ja, okay, ja, okay. Wie viel kosten die denn? Ja, logischerweise 0 Punkte bei nur so einem ganz kleinen Vorsprung. Guck, wieder was Neues freigeschaltet, wahrscheinlich. Nee, oh, diesmal nicht. Liegt vielleicht tatsächlich an den Punkten. Wie viel kosten die denn von Jufietzki Design, die Dinger? Oh, hier, guck mal, hier ist schon wieder... Das ist wieder ein Hidden Race. Drag Race. Okay. 2-2 gibt's wieder. Also wir sacken hier so viel Kohle ein, das ist echt einfach nur kompletter Wahnsinn. Das war jedes Mal gut geschiftet jetzt tatsächlich. Wir ziehen hier einfach komplett durch. 270. Zum Glück fahren die Autos auch alle in dieselbe Richtung. Boah, Alter. Boah. Boah, das war... Ordentlich, das war sehr intensiv und auch das war, glaube ich, ein perfektes Rennen. Also fast, es hätte fast nicht besser laufen können. Ja, mal gucken, mal schauen. Wir schauen mal mit der ganzen Sache. 1,6 Sekunden. Entschuldigung. Bei dem Drag Race könnte das schon einiges geben. Ah, guck mal, 200 Pünktchen gibt es dafür auch. Das ist sehr gut. Was noch freigeschaltet? Ah, natürlich. Oh, Transmission haben wir jetzt. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und neue Mirrors, Spoilers, Roof Scoops. Jawohl, Carbon Mirrors. Oh, Junge, das ist ja mal richtig geilen Scheiß, den wir jetzt hier freischalten. Guck mal, wir haben noch nicht mal, wir sind noch nicht mal ganz rum. Also wir haben immer noch ein bisschen was und schalten so viel geilen Scheiß jetzt wieder frei. Aber das könnte gleich richtig geil werden, ey. Den Wagen nochmal hier so ein bisschen zu motzen. Ich finde, vom Design her finde ich ihn wirklich geil.
Also da würde ich jetzt gar nicht so viel machen wollen. Wir gucken halt, was wir für neue Anbauteile haben. Aber vom Design her würde ich es erstmal so lassen. Vielleicht können wir später nochmal schauen. Ich fand das eigentlich ganz geil, dass wir da halt mit allen möglichen Leuten zusammen, da waren wir irgendwie zu dritt oder zu viert hier im Chat gewesen und haben da zusammen den Wagen zusammengebaut hier. Das fände ich eigentlich ganz geil, wenn wir das natürlich nochmal so hinkriegen würden. Aber heute sieht es leider nicht so danach aus. Wahrscheinlich auch wegen dem Spontanen, dass wir hier wirklich ganz spontan diese Aufnahme hier machen. Deswegen schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird, wa? Genau. So, nochmal ein bisschen driften. 1200, auf geht's. Ah, es ist wieder ein Downhill-Drift. 185.000 müssen wir schaffen. Haben wir hier Fahrzeuge oder haben wir keine Fahrzeuge? Da kommen welche, okay. Oh fuck, nein! Oh nee, ein bisschen zu viel in die eine Richtung. Das waren 20.000. Ich sag euch, die machen es am Ende aus. Wir haben schon 22% completed hier. Ja, und dann gar nicht driften, wenn da das Auto kommt. Ja, okay, das wird nichts. Das kann ich jetzt schon sagen. Wir machen es trotzdem durch. Aber ich gehe fest davon aus, dass das nichts werden wird. Ah, oh, ich oh, hier war was. Oh ja, was, warte mal, warte mal, warte mal. Schon wieder 24.000 in die Wand gesetzt. Ah, Mann. Ja, das wird nichts werden. 41.000 jetzt, nachdem wir hätten da richtig was durch die Abkürzung da zusammenkleistern können. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Das Problem hier ist halt wirklich, morgen Theorie prüfen wird wild. Ja, hoffentlich setzt das Ding nicht so in die Wand wie ich jetzt hier. Das Problem ist durch den Downhill, der Wagen verhält sich halt durch den Downhill. Wenn du dann mal so einen kleinen Sprung hast oder sowas, fällt der Wagen sich natürlich auch nochmal ein bisschen anders. Dann versucht man natürlich auch noch die Boni mitzunehmen und alles. Also, scheiße. Das kommt natürlich auch alles noch mit dazu. Und dadurch, dass das hier halt runter geht, slidet der Wagen halt auch noch ein bisschen mehr, ne? Also der Wagen, der ist da wirklich hart am rumsliden. Scheiße, ich nehme auch alles gerade mit. Alles mitnehmen, was geht. Scheiße. Weise müssen wir jetzt hier wirklich Gas geben. Mal gucken, dass wir natürlich hier gut Punkte machen. Und vor allem das Ding nicht in die Wand setzen. 60.000 auf jeden Fall saven. Ohoho, Junge, 60.000 trifft uns natürlich schon ganz ordentlich. Vor allem, da hätte man noch mehr rausholen können bei. Fuck, 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 fuck. So, dann müssen wir noch mal 10.000 müssen wir noch machen. Das kriegen wir nicht! Scheiße! Nein! Das könnte es gewesen sein! Oh! Wir haben es geschafft! Aber gerade so! Nein! Das hätten locker 200.000 oder noch mehr sein können! Ja, ich meine jetzt aber eigentlich so nach dem Motto, jetzt war vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich meinte jetzt, dass du die Theorieprüfung nicht an die Wand fährst. So. Woher kennt man heutzutage den Ausdruck nicht mehr? Okay. Wir haben dafür trotzdem drei. Warte mal. Jetzt kann ich glaube nicht mehr zurückgehen, ne? Haben wir gerade trotzdem dafür 300 Punkte bekommen? Maxi Tuning sucht nach einem Wagen für das nächste Cover. Ob du da was machen kannst? Ja, das ist nicht die Frage. Maxi Tuning, wo seid ihr denn? Da vorne, guck mal. Pass auf, wir haben jetzt hier noch einen Rundrace, einen Rundkurs und noch hier vorne Sprintrennen. Die beiden würde ich jetzt auf jeden Fall erstmal für den Moment mir hier nehmen. Dann fahren wir erstmal wieder ein Ründchen hier. Dann fahr am besten die Theorieprüfung nicht so an die Wand wie ich hier.
ist. Guck mal, jetzt mit der Kollege zum Beispiel gar nicht. Ist so krass. Da sieht man mal, wie unterschiedlich dann die Physik ist. Ne? Wenn ich jetzt hier versuche, den Wagen durch normales Links-Rechtsfahren zum Driften zu bringen, gar nichts. Passiert gar nichts. Weil natürlich die Reifen gute Haftung haben und alles. Ja, das können wir dann nämlich auch noch machen, hier die ganzen Linksrennen. Aber die würde ich ein bisschen anhängen. We'll be right back.